So, hallöchen, damit willkommen wir zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play The Sims 4. Wir sind heute, in einer der letzten, also zumindest mal in der letzten Aufnahme, die wir heute machen. Und zwar waren wir festgekommen auf der falschen Seite, oder? Weil da ist das Menü, wobei muss man das sehen? Ich habe keine Ahnung. Soll ich mir auf die andere Seite? Ich habe da gar nicht dran gedacht. Weil heute ist nämlich letzte Aufnahme, die ansteht. Ich schiebe mich mal darüber. Ich glaube, das ist ein bisschen gescheiter, gell? Weil dann störe ich ja nicht. Ne, deswegen seht ihr mich auch bis oben im Bild, um die letzten Folgen mal so ein bisschen aufzuwerten. Weil es sieht schon kacke aus. Naja, aber auf jeden Fall störe ich hier halt nicht, gell? Das ist ganz sinnvoll. Ist mir auf der Seite. So, heute die letzten 6 Folgen, die wir spielen. Kann ich schon mal ganz kurz ankündigen, weil nämlich ein bisschen was ansteht an Änderungen. Ne? Da wird zurzeit bei Zeiten auch noch ein Video dazu kommen. Würde ich heute aber alles gar nicht erzählen, denn sonst ist er sinnlos. Ne? Wir spielen heute eine Runde Sims. Und jetzt gucken wir erstmal mal. Ich glaube, ich habe mich mehr viel zu viel drauf konzentriert, wer wann zur Arbeit muss. Aber das finde ich halt wichtig, weil es wichtig ist. Was ist mit dir los? Unwohl wegen... Ja, dann geh auf die blöde Toilette. Ne, dann ist nichts. Warum ist denn jetzt was, Tuppes, ey? Ich weiß, es macht ja noch mit irgendjemand anderem irgendwie was. Ach stimmt, warte mal, sie muss ja genau. Was? Mit Zoe plaudern? Nee. Und genau, wir haben ja nämlich was, du bist ja Summer Holiday, gell? Mhm. Dann probieren wir mal aus. Also, warte mal, das können wir eigentlich gleichzeitig. Geht dann der Harndrang auch weg? Mitchell, geh mal raus. Dankeschön. Traurig. Nicht. Naja, dann halt nicht. Dann geh dann mal selber aufs Klo. Okay, ja, dann würde ich für das... Also klar, sie findet das jetzt gerade voll negativ, aber im Prinzip kann man dann doch noch eine weitere Runde zusammen sich freuen. Ne, faules Nickerchen. Warte mal, wie wäre es dann einfach, wenn wir zusammen gerade nochmal, wenn wir zusammen nochmal eine Runde hier fröhlich sind. Ach, das geht nicht. Ja. Komm, dann, wenn das traurig ist, dann geht das nicht, oder was? Okay, ausholen, gut, dann machen wir das mal. Vielleicht klappt es ja dann beim nächsten Mal, ne? Einfach mal optimistisch sein, ne? Energie geladen werden, Mitchell, der ist fauler Penner. Angespannt, wie viel Uhr haben wir überhaupt? Wir haben es etwas nachmittags. Okay, also die laufen da gerade alle rum. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt, das fällt mir gerade auf. Ich bin so voll draußen. Wo ist denn die jetzt? Ach, unterm Bett. Okay, geht's dir besser? Wie lange ist denn das jetzt noch so? Nur noch 3 Stunden? Na ja, gut. Ja, eben ein bisschen was essen, dann passt das schon. So. Was macht ihr so? Du bist unwohl wegen... Ach so, den isst der gerade. So, Pfannkuchen, hast du noch Hunger? Dann isst den doch. Dann isst doch diesen blöden Pfannkuchen, dann kannst du ein bisschen... Ja, aber so dreckig ist... Ich finde immer, die übertreiben voll mit dem dreckig irgendwie. Ich finde das gar nicht so schlimm versifft hier, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß gar nicht, wo die das überall sehen. Ich muss mir in die Facecam schauen, aber dann schaue ich weniger aufs Spiel. So, wo ist denn hier Dreck? Nehmen wir mal ernsthaft jetzt. Ich finde das eigentlich recht, So, aber warte mal, wer ist denn unsere Gartentante? Luisa ist die Gartentante, die ist bei der Arbeit. Okay, ihr seid alle traurig. Kummer hat... Ich stehe es doch in Ernst. Ja, machen wir halt mal. Probiert mal. Ich weiß nicht, ob das Geld kostet, aber auch Bier ist einfach mal. So, was macht er hier jetzt oben ohne da auftauchen? Das ist super. So, Summer ist anscheinend aktiv. Das ist schön für uns alle. So, achso, das können wir das immer noch nicht machen. Mit Mitchell. Nicht aufwecken. Beanspruchen, Nickerchen machen, schlafen, sitzen. Okay, interessant. Nö, sowas geht anscheinend echt nicht, wenn sie traurig ist. Aber das ist gleich wieder weg. Das heißt, wir können doch eigentlich einen neuen Versuch wagen, oder? Oder nicht? Achso, sie räumt gerade auf. Jetzt weiß ich auch, wo der ganze Dreck hin ist. Aufwecken. Hallöchen, Bubüchen. Nee, warte mal. Oder wir duschen erstmal. Wie war das? Was mit der Dampfen? Genau, wir müssen dampfen, duschen. Ich bin zu laut bis im Mikrofon. Sollte ich ändern. Glücklich, ne? Und dann mache ich mal sowas. Und dann wecken wir den Faulpelz mal auf. Oder kann sich selber aufwecken. Ja, dann der geht erstmal auf. Und geht auf die Toilette da hinten. Verbessern kannst du dir irgendwann mal anders und dir was... Ja, komm, iss einfach den Rest hier. Es wird schon stimmen. Wird schon nicht schlecht sein, das Ganze. So. Dann machen wir das so, solange nicht gleichzeitig. Und ja, da ist eine Toilette. Das habe ich auch irgendwann mal bemerkt. Aber ich finde die halt ein bisschen blöd angeschlossen, weil du nur durch sein Zimmer hier reinkommst. Also durch dieses Zimmer hier. Und das ist halt ein bisschen... 4 Stunden?
Ja, das kriegen wir hin. So, du da auch noch oder du nicht mehr? Hände waschen. Ja, beeil dich einfach mal ein bisschen hier. Fauler Dreckes, ey. Ich komme davon, wenn er so faul ist. Aber das müsst ihr echt noch alle wegen der Arbeit machen. Programmieren. Bis wann? Luisa hat tolle Arbeit geleistet. Jo, ihr habt Hunger, dann kriegst du erstmal was zum Snacken. Tatsache, da wird schon irgendwas drin sein. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Und der Yoshi, dem geht's in Ordnung. Der isst auch mal was, ne? Gibt's bestimmt viele, viele leckere Samfangrohren. Sind Frühstück, dann nehmen wir mal Lachs in Kräuterklustü. Ne, Yoshi, ne? Dann isst du mal ein bisschen was. So. Du kannst die gerne auch was nehmen. Nur weil die da gerade ist, heißt das nicht, dass du dir nichts nehmen kannst. So, jetzt ist die weg. Jetzt kannst du dir nämlich was nehmen. Du kommst da schon rein. Bist nur zu blöd dazu. Ja. Genug gemampft. Fast genug gemampft. So, dann schnappst du dir die mal hier und dann, Für und dich. dann hier. Seid ihr mal fröhlich schon. Nein, nein, ne? Das klappt bestimmt. Einfach mal probieren. Einfach mal probieren, ne? Kostet ja nichts. Okay, also so rum klappt das auch. Ist der nicht ein bisschen zu schwer? Ich muss schauen, dass ihr nicht runterrutscht. Ja, ihr seid schön und glücklich und fröhlich. Der ist auch noch dabei. Ne, der kann sich gerne hier, kann gerne was anderes tun. So, du bist okay. Warte mal, aber wenn du gegessen hast, dann kannst du dich mal ein bisschen nach den Blumen umschauen. Weil sonst, genau, sonst gehen die nämlich kaputt. Bewässern, ernten. Bewässern, bewässern, bewässern. Also ein Feld ist eigentlich schon genug. Ernten. Ach so, oh, ist genug. Dann ist erstmal fertig und dann machen wir weiter. Ich würde auch gerne ein bisschen Unkraut jäten und weiterentwickeln und so tolle, tolle Sachen, die man machen kann. Ach so, sind die. Ja, ist doch super. Ist doch super. Versuch Nummer 2 heute. Es ist bestimmt super. Ach, mit Spiegel, mit direktem Panoramablick zurück. Es ist eine Pracht. Oh, sieht aber. Achso, das sind nur weiße Federn. Okay, ich hab schon an irgendeine Metapher gedacht. Sie sieht irgendwie interessant aus. Boah, ist irgendwie ein bisschen schlecht. Mit Mitchell plaudern, aber kann man hier nicht nochmal, können wir nicht nochmal probieren. Das ist eine Haushaltskasse. Interessant auch, dass das alles aus der Haushaltskasse weggeht und nicht irgendwie von was ganz anderem. Hauptsache von der Haushaltskasse. So, 15 Geld. No, ist das süß. No. Können wir das ihm irgendwie erzählen? Ach so, das wurde ihm schon erzählt. Romantische Fernsehshow anschauen. Ach, süß. Ja, die freuen sich jetzt. Also eigentlich ist das ja wie Müll, aber irgendwie. Boah, ich bin voll unkreativ, merkt man gar nicht, gell? Also, ihr seid jetzt glücklich und fröhlich, dann bekommt sie ja ein kleines Bäuchlein. So, Luisa, du wolltest noch weiter, mach hier mal, weiterentwickeln. Jäten, dann können wir hier einmal jäten und weiterentwickeln. Und das da können wir jäten und weiterentwickeln. Da kannst du irgendwann mal voll coole Sachen tun. Wer ist denn noch draußen? Du da? Dann. War da nicht Wasser oder so? Aufwischen. Genau, mach das mal. Ist ein bisschen arg viel Wasser rum. Hat sie außer die Qualität ihrer Weinrebe ist gestiegen. Ist ja Hammer. Was passiert euch, wenn die Qualität einer Weinrebe steigt? Ich habe keine Ahnung. Ich nix Ahnung. Wenn Josh könnte. Ja. Ich glaube, das mit den Betten, das versuche ich in diesem Let's Play nicht mehr gerade zu biegen, weil das klappt eh nicht. Es klappt sowieso nicht. So, auch die armen Putzsets hinterher oder was? Irgendwas muss es. Wenn ich hier jäten, sag mal. Mikroskopprobe sammeln. Mikroskopprobe sammeln. Mikroskopprobe sammeln. Hast du es eigentlich alles in deinem Inventar oder was ist damit? Alles, nee, das ist nur das von der Arbeit. Wo ist denn das ganze Gemüse dahin, das du geerntet hast? Kühlschrank. Ah nee, es ist Josh Inventar. Oh. Ja, Tatsache, das ist alles im Inventar. Können wir die in den Kühlschrank legen oder so? Weil vielleicht kann man davon dann
kochen, aber das geht da nicht rein. Nee, dann bleibt er da. Nee. Wo ist das ganze Zeug? Warte mal, ist das jetzt da drin? Doch, Tatsache, da ist jetzt das alles drin. Ich räume das gerade mal alles da ein. Ich tue das da mal alles. Wie viel passt denn da rein? Okay, Gänseblümchen kann man nicht kühlen. Bananen können wir kühlen. Das können wir auch nicht kühlen. Pilze können wir kühlen. Das können wir noch kühlen. Das da nicht. Karotten. Oh, Karotten. Da kann ja schon mal voll die coolen Sachen kochen eigentlich. Mit Gewürzen und Kräutern und so. Gänseblümchen und Chrysanthemen können wir nicht kochen. Irgendwann mal später. Das ist gut. Aber es ist alles im Kühlschrank. So. Du noch Toilette. Wunderbar. War es gar nicht auf der Toilette. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Ach, das ist kaputt. Mitchell. Fauler Sack. Ich meine natürlich, Mitchell, mein Mäuschen. Reparier mal ganz kurz. So, und du kannst mal da hinten ganz kurz, genau. Hm? Der arme Mitchell muss nachts mitten in der Nacht aufstehen. Ich soll nicht so böse zu ihm sein, aber irgendwie... So, gut, dann hast du heute mal nicht programmiert. Dann programmierst du einfach morgen. Es ist mir jetzt Wurst. So, dann gehst du Ben. Wir müssen halt ein bisschen umplanen, gell? Weil Josh da schläft. Hm. Dann kommt Zoe einfach Mitternacht da hinten. Das ist mir jetzt egal. So. Schlafen. Nachdem du fertig geduscht hast vielleicht. Nee, warte mal, du isst erstmal was. Zoe, du kriegst noch einen Snack heute Abend. Boah, wir müssen... Ey, was, die Tuppes kann doch nicht aufräumen. Faules Pack, ey. Warte mal, bevor der Mitchell jetzt schlafen geht, da liegt doch bestimmt noch Müll rum. Orangeade mit Pfeffer. Ja, genau. Hier ist nämlich noch Zeug. Hm? Geht so nicht. Und dann gehst du pennen, Kollege. Wo gehst du jetzt schlafen? Luisa geht da schlafen. So, du gehst da schlafen. Warte mal, wer ist denn überhaupt deine, Ich verstehe gar nicht mehr, wer zu wem gehört. Du bist Summer Holiday. Du bist die von ihm. So. Dann Luisa ist von... Gavin? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Du gehst ja hier pennen. So. Und ihr geht da schlafen, das ist gut. Und wer schläft dann da? Ich glaube, das ist sogar dein Zimmer da drüben, von dem her passt das einigermaßen. Dann geht ja mal alle pennen, weil wir müssen morgen früh aufstehen, glaube ich. Level 3 der Programmierfähigkeit. Das kriegen wir auch durch Programmieren. Gut, dann machen wir das morgen früh. Oder heute Nacht. Nee, du bist noch ein bisschen müde. Ne, machst du das morgen früh. Und den Josh, den schicken wir mal ganz früh dann morgen früh auf, weil... Wir brauchen Essen. Wenn er ein bisschen inspiriert geduscht hat oder sowas, dann denke ich, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich glänze ein bisschen, gell? Kann man das... Oh, hier ist es. Geht aber schnell. So, Josh ist eigentlich schon fertig, gell? Ja, Josh könnte eigentlich... Muss er dann auf Arbeit? Ah, hat er frei heute. Da kannst du sogar früh aufstehen und ein bisschen was schaffen hier, ne? So, morgens früh erstmal eine Runde zocken, oder? Komm. Macht eigentlich Fernsehgucken Spaß? Nee, warte mal, wir gucken mal den Kochsendungen für Ideen schauen. Vielleicht macht ihm das ja auch Spaß und es bringt vielleicht ein bisschen Kochinspiration oder sowas in der Art. Das wissen wir ja alle nicht. Das ist alles Sachen, von denen man nicht weiß. So, wer muss denn schaffen? Du hast nicht frei. Freiberuflicher Schreiberling. Wars und Ducks schaffen der Arme. Gut, er hier auch, aber du bist halt einfach ein armer Tropf. Und du hier auch. Ach, da können wir mit der auch mitgehen. Aber ich würde lieber mit Mitchell mitgehen. Weiß ich nicht. Finde ich irgendwie cooler. Wir bringen Mitchell mal voran, ne? Aber heute würde ich eigentlich ganz gerne... Na, Yoshi, ich würde gerne mit den anderen mitgehen. Das heißt, du duschst vielleicht nochmal gerade mal kreativ. Das bringt ihm echt Kochen. Also, warte mal, was war denn? Inspiriert muss man kochen, gell? Inspiriert der Rest nicht, gell? Energiegeladen? Nee, wir müssen nachdenklich duschen. Dann machen wir das mal. Dann kochen wir mal eine Runde. Witz erzählen, das ist nur keiner wach. Ein Gourmet-Menü, das machen wir heute. Na, machen wir heute. Wir haben sogar frische Zutaten. Ist das nicht lecker? Freuen wir uns. Party. Nee, Party haben wir schon gemacht. So, ihr schlaft da hinten. Das ist natürlich schön. Also, wer muss heute alles raus? Du musst raus. Ja. 4 Stunden um 7. Er muss eine Stunde später raus. Da gehen wir mit ihm hier mit. So. Dann haben wir morgen hoffentlich leckeres Essen. Den ganzen Tag über. So, mit Josh können wir aber auch nochmal mitgehen, wegen Fälle lösen. Ach, ich habe was Wildes gemacht. Ich habe doch gar kein Thumbnail gemacht heute. Oh, meins. Von Josh, wie er duscht. Ist bestimmt
inspirierend nicht. Naja, irgendwie will das nicht so wirken, wie ich will. Naja, ist egal. Der Zukunfts-Josh kann da bestimmt was mit anfangen. So, deswegen würde ich sagen, war es das mal für heute. Boah, ich kann jetzt klatschen, hört ihr das? Und seht ihr das? Ja, macht es gut und kochen wir nachher ein bisschen was. Macht es doch schön, einen schönen Tag und tschüssi.